Hallo zusammen, willkommen bei Nerdgedöns. Ich bin der Olli und das hier ist eine neue kleine Folge Nerdgedöns Vlogcast. Und zwar wollte ich euch nur mal einen kleinen Ausblick auf die Sachen geben, die euch jetzt hier in naher Zukunft erwarten und einfach mal so ein kleines Lebenszeichen von mir abgeben, denn das letzte Video ist ja jetzt schon 6 Tage her, was ja hier bei mir tatsächlich eine Ewigkeit fast ist, weil ich ja doch eigentlich mehr Videos die Woche normalerweise raushaue im Schnitt. Aber das war ja wie gesagt auch nicht der Plan von Anfang an. Ich wollte ja am Anfang ziemlich viel raushauen wegen so einem kleinen Backlog und dann war mein Ziel eigentlich, was sich so rauskristallisiert hat, immer so circa ein Video die Woche und ja, das hat jetzt bis jetzt auch geklappt, also weniger kam nicht, meistens waren es sogar 2 oder auch mal 3 Videos, aber das habt ihr ja gesehen oder seht ihr ja jetzt noch. Ja, trotzdem war es jetzt diese Woche erstaunlich ruhig. Das wird sich jetzt in naher Zukunft, wie gesagt, ändern. Das hier als kleiner Ausblick mal für euch und zur Info. Ich habe im September 3 Wochen Urlaub. Und zwar also vom September bis in den Oktober rein. Denn ich habe Ende September Geburtstag. Und da kommen wir auch schon zum Thema Aufmachen. Da kam mir jetzt erstmal nichts. Ich habe jetzt nicht so viel bestellt, was sich für Aufmachen gelohnt hätte, beziehungsweise war nur Kleinkram, den ich dann sofort aufgemacht habe. Ich hätte natürlich sammeln können, habe ich aber irgendwie nicht dran gedacht. Werde ich in Zukunft machen, ne? Wenn ich dann mal Einzelpäckchen kriege, dann werde ich die erstmal an eine Seite legen und dann zwischendurch mal eine Folge aufmachen vielleicht machen. Der Nachteil ist natürlich auch, je öfter ich das mache, desto mehr kennt ihr schon die Inhalte für die Folgen Neues Gedöns. Deshalb will ich da so ein bisschen sehen, dass sich das die Waage hält. Aber Thema Aufmachen und Geburtstag, ich werde mir wahrscheinlich dann zum Geburtstag hin so ein eigenes kleines Geschenk gönnen und vielleicht mal wieder was bei Rebuy bestellen. Ist ja jetzt noch nicht so lange her, aber das ist eine gute Gelegenheit eigentlich. Vielleicht gibt es bis dahin ja auch wieder irgendeine Aktion, irgendeinen Rabatt. Manchmal hat man ja das Glück, ne, dass die irgendwie Gratisversand oder 10% Rabatt oder sowas anbieten oder 20% sogar. Werde ich ja sehen. Ist jetzt noch nicht garantiert, aber ich spiele mit dem Gedanken auf jeden Fall, da wieder ein bisschen was zu bestellen. Vielleicht schaffe ich es im Urlaub auch mal wieder auf den einen oder anderen Flohmarkt. Mal gucken, das wäre natürlich auch was. Aber ja, da warten wir einfach mal ab. Was ich allerdings sagen kann, ist, dass ich ein paar neue Videos geplant habe, und zwar zu alten Formaten. Also ich habe ja gesagt, ich möchte gucken, dass meine Formate relativ regelmäßig auch mit neuen Folgen bestückt werden. Also regelmäßig in Anführungszeichen, aber es soll jetzt kein Format geben, was jetzt komplett einschläft. Also zumindest jetzt erstmal an der Stelle nicht. Wenn irgendwas über den Laufe der Zeit überhaupt nicht ankommt oder mir keine Ideen mehr kommen, dann kann es natürlich sein, dass ich irgendein Format einstampfe oder es einfach erstmal ruhen lasse, bis mir wieder was einfällt. Das kann natürlich auch sein. Aber jetzt momentan habe ich noch ein paar Videoideen für jedes Format, was ich hier auf dem Kanal habe. Deshalb wird in naher Zukunft kommen oder soll kommen neue Folge zu Top X, den Top-Listen-Videos, eine neue Folge zu Hey Listen, dem Hörspiel und Podcast und ich sag mal Audioformat, weil vielleicht geht es ja auch mal um Soundtracks oder ähnliches, kann auch sein. Dazu soll eine neue Folge kommen zu Show and Tell, wo ich verschiedene Teile meiner Sammlung, ne, ich sag mal zu allem, was ich so an Nerdgedöns hier habe, präsentiere. Das waren bis jetzt, glaube ich, waren es nur Spiele-Sammlungen, also beziehungsweise, ich glaube, meine kompletten Mega Drive-Spiele und PSP habe ich, glaube ich, gezeigt, ne? Und Super Nintendo, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Nee, Switch. Ja, werdet ihr sehen. Auch dazu soll was Neues kommen. Und dann, was kommen soll, sind 3 neue Formate tatsächlich. Ich hatte zwar letztens gesagt, ich will jetzt nicht zu viele Formate starten, aber erstmal hat man ja Ideen und will sie erstmal raushauen. Dann gibt es ein neues Format, was ich nicht alleine mache. Das ist allein auch schon wieder cool. Und zwar, ja, dazu vielleicht einen kleinen Teaser. Ich werde jetzt nicht zu viel dazu verraten, aber es ist geplant, dass ein Podcast-Format hier auf dem Kanal startet. Vielleicht auch später mal in irgendwelchen Podcast-Apps, da muss ich mal gucken. Aber erstmal wird es hier als Video auf dem Kanal veröffentlicht, so wie bei Anruf Nerd zum Beispiel auf unserem Kanal zum Podcast. Also es gibt die Tonspur mit einem durchgängigen Bild einfach als Hintergrund. Aber das ist ja dann quasi so eine Art Podcast. Also, das heißt eine Art, es ist ein Podcast. Also nicht wie der Vlogcast hier mit Bild, sondern nur Ton und Standbild, sage ich mal. Der soll schon nächste Woche kommen, wenn alles läuft. Also Aufnahme ist, glaube ich, sogar für morgen schon geplant. Wann ich es dann schaffe, das Ding hochzuladen, werdet ihr sehen.
Namen verrate ich jetzt auch noch nicht, die Idee des Formats auch nicht. Ich werde euch jetzt nur so viel verraten. Es wird, wie gesagt, ein Podcast-Format geben, was ich nicht alleine mache, sondern mit einem Kumpel von mir, der hier und da schon mal erwähnt wurde, meine ich, aber den ihr noch nicht kennt. Und es wird ein Filmformat sein. Also es wird nur um Filme gehen, beziehungsweise vielleicht auch mal Serien, aber jetzt nichts anderes. Werden unsere Fühler da nicht ausstrecken. Ich denke mal, wir werden vielleicht sogar komplett bei Filmen bleiben. So genau haben wir das nicht besprochen, aber ja, halten wir uns mal offen. Aber Hauptaspekt sollte auf jeden Fall Filme sein. Werdet ihr sehen, wenn es kommt. Ne? Mehr dazu, wie gesagt, möchte ich nicht verraten. Das andere Format, was ich noch neu geplant habe, ist eins, das habe ich schon zigmal angeteased. Es tut mir leid, es hat einfach nicht geklappt bis jetzt. Und zwar, das ist das Format zum Thema Comics. Da hatte ich ja für die erste Ausgabe was geplant mit Comics, mit denen ich angefangen habe früher, die ich jetzt aber auch nicht alle finde oder nicht extra alle besorgen kann oder möchte. Und deshalb habe ich jetzt gedacht, ich löse das Ganze anders logistisch. Und deshalb wird die Folge jetzt auch wirklich irgendwann in naher Zukunft kommen. Ich hatte es ja, glaube ich, gerade schon erwähnt. Ne? Also ich habe halt Urlaub im September und da habe ich geplant, einmal wieder ein paar Videos zu machen und eventuell auch so einiges an Videos vorzuproduzieren. Also gerade so Sachen wie Angezockt, was man natürlich vorproduzieren kann. Und dann auf Halde ist so Sachen wie Aufmachen ist natürlich schlecht auf Halde. Aber ja, so ein bisschen möchte ich halt so einen Puffer schaffen, damit ich gewährleisten kann, dass so ein Video die Woche rauskommt, auch wenn ich mal weg bin, ne? Oder anderweitig verhindert. Man weiß ja nie. So, das nur zu dem Plan. Also wie gesagt, das Comic-Format soll dann auch, ich sag jetzt mal, im September grob irgendwo starten. Und das dritte Format ist eins, was ich auch schon mal angekündigt habe. Da wird es um Bücher gehen, weil ich ja jetzt, auch das habe ich erwähnt, wieder mehr lesen möchte und es jetzt auch schon gemacht habe. Also es ist jetzt immer noch nicht viel. Ich gucke ja hier und da mal in so Booktuber-Videos rein und was die da so an Lesestapeln für einen Monat haben, ja, das lesen andere im Jahr oder noch nicht mal und ich persönlich gerade, wie gesagt, auch nicht. Ich habe ja, habe ich ja erwähnt, werde ich in dem Video nochmal Näheres zu eingehen. Ich habe jahrelang relativ viel gelesen, also für meine Verhältnisse viel. Und dann ist es irgendwann eingeschlafen. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt, aufgrund von YouTube und Konsorten. Ja, habe ich fast gar nicht mehr gelesen, also verschwindend gering. Und im Vergleich zu dieser langen Zeit jetzt, wo ich eigentlich gar nicht gelesen habe, habe ich jetzt schon wieder Gas gegeben, bin jetzt innerhalb von etwas über einem Monat schon beim dritten Roman angelangt. Und kleine Schritte, ne? Mühsam nähert sich das Eichhörnchen. Auf jeden Fall soll das Format auch so ein bisschen Anreiz sein für mich, dass ich doch mal den einen oder anderen Roman zwischendurch wieder in die Hand nehme, um da Futter zu haben. Das hat bei Hey Listen jetzt auch noch nicht so geklappt, wie ich mir das gedacht habe. Ich habe jetzt tatsächlich irgendwie aus irgendwelchen Gründen wenig Hörspiele gehört. Also Podcasts durchaus hier und da mal, aber zu Podcasts, also einzelnen Podcast-Folgen wollte ich natürlich keine Hey Listen-Ausgaben machen. Vielleicht werde ich den einen oder anderen Podcast nochmal vorstellen. Das wäre noch eine Idee. Das wird bestimmt auch kommen, weil das ist ja auch ein Format, was ich weiter befeuern möchte. Also richtet euch da mal darauf ein, dass ich da vielleicht so ein paar Sachen noch mache, also Hörspiele und Podcast-Empfehlungen. Aber werdet ihr alles sehen. Ja, ich glaube, jetzt habe ich auch alles abgehakt. Also es ging mir halt hauptsächlich darum zu sagen, hallo, ich bin auch da. Dass jetzt in nächster Zeit wieder ein bisschen mehr kommt von den verschiedenen Formaten. Ob es jetzt mehr in der Woche wird, wie gesagt, weiß ich nicht. Ich will es nicht übertreiben. Vielleicht kommt mal wieder eine Reaction zwischendurch oder ein Aufmachen, wenn ich spontan was bestellt habe oder so. Kann natürlich sein. Aber im Großen und Ganzen will ich bei diesem ein Video pro Woche ungefähr bleiben. Na, werdet ihr sehen. Ja, und das soll es eigentlich schon gewesen sein. Ne? Also September wird auf jeden Fall einiges vorproduziert und produziert und gesendet. Nicht gesendet, hochgeladen. Ach ja, genau, was ich noch vergessen habe. Wir sind ja hier im Nerdgedöns Vlogcast und da habe ich ja schon erwähnt, wenn ihr gerne mal mit dabei wärt, mit mir über irgendein Thema schnacken, wie der Weidemann zum Beispiel über Wrestling oder die Jenny über Horrorfilme, dann schreibt mir einfach unter diesem Video oder unter jedem anderen Video, ist vollkommen egal. Ich kriege ja jeden Kommentar mit, der reinkommt. Schreibt mir einfach, hey, hi, ich würde gerne über das und das Thema mit dir sprechen im Vlogcast und ich werde mich bei euch melden und dann kriegen wir das
bestimmt schon hin, wenn das Thema natürlich irgendwie hier auf den Kanal passt. Also irgendwas mit Richtung Nerdgedöns sollte es ja schon irgendwie zu tun haben und jetzt nicht, keine Ahnung, Backrezepte des 17. Jahrhunderts oder sowas. Ne? Also ja, ihr versteht, was ich meine. Und ansonsten natürlich auch gerne Kritik und Feedback zu den Videos gerne hier in die Kommentare. Daumen hoch würde mich freuen. Ne? Auch Daumen runter ist natürlich komplett okay, aber wenn ihr einen Daumen runter gebt, würde es mich sehr freuen, wenn ihr eine kurze Begründung schreibt, was euch nicht gefallen hat. Ist jetzt auch kein Muss, aber wäre cool. Und ja, ansonsten, wenn ihr noch nicht abonniert haben solltet und ihr neu seid, guckt euch mal auf dem Kanal um, ob euch die Videos hier so gefallen. Und wenn ja, lasst gerne ein Abo da, würde mich freuen. Wenn ihr noch Leute habt, die sich auch für Nerdgedöns interessieren, dann erzählt ihnen doch mal von diesem Kanal. Ne? Also teilen ist natürlich auch gerne willkommen, denn mein großes Ziel sind ja die 500 Abonnenten, um das Community-Tab zu bekommen, damit ich auch mal zwischendurch Texte, Grafiken und sowas hier auf dem Kanal posten kann und nicht immer ein Video dazu machen muss. Dann kann man, denke ich mal, viel besser kommunizieren und spontaner, sage ich mal. Und das finde ich cool. Ja. Das soll es jetzt wirklich gewesen sein. Ich werde hier noch irgendwas verlinken. Hier irgendwie Video-Playlist. Schaut mal einfach rein und dann soll es das an der Stelle gewesen sein. Und apropos reinschauen, ich sage wie immer, danke fürs Einschalten und bis demnächst.